Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Haider und ich darf Sie ganz herzlich zu diesem CapTrader-Kurzvideo begrüßen. Und zwar würden wir uns heute einmal die Leerverkäufe, also das Short-Selling, anschauen. Hierzu würde ich zunächst mal den Wert Daimler suchen und zu der Watchliste im Smart Routing hinzufügen. Das Smart Routing findet für Sie den besten Preis unter allen verfügbaren Börsenplätzen. Sehr wichtig für das Shorten von Aktien ist der sogenannte Leihgebührensatz. Bei Leerverkäufen ist es ja so, dass Sie sich die Aktien quasi ausleihen und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkaufen. Das würde auch bedeuten, dass Sie den Aktienkurs weniger der Provision, die Sie ja immer bezahlen, als Guthaben kurzfristig auf Ihr Konto bekommen würden. Allerdings würden Sie auch die Finanzierungskosten, also den Leihgebührensatz von 0,62% aufs Jahr bezahlen müssen. So, dann würde ich einmal einen Rechtsklick vornehmen, auf die Daimler, Verkaufen wählen. Danach öffnet sich das Order-Ticket. Hier könnten wir ein Limit eingeben von 55,30, also am Marktpreis orientiert. Smart Routing würde bleiben und dann könnten wir hier unten auf Annehmen klicken. So, da sehen Sie auch, dass hier unten drunter noch eine weitere Limit und eine Stop-Order angefügt sind. Das wäre hier zum Beispiel das Limit der Take-Profit. Da wir short gehen möchten, also leer verkaufen möchten, wäre der Take-Profit hier 10 Punkte unterhalb des Marktkurses und der Stop-Loss wäre 5 Punkte oberhalb vom Marktkurs bzw. Limitkurs. So, diese beiden Orders würde ich allerdings jetzt einmal verwerfen, da wir uns nur auf den Leerverkauf konzentrieren möchten. Zu dem Leihgebührensatz von 0,62% ist noch zu sagen, dass dieser von den Börsen sowie auch vom Broker bestimmt werden und dass diese Leihgebührensätze eben auch änderbar sind. Das heißt, dass diese 0,62% sich genauso gut am morgigen Tage ändern könnten. So, nun überprüfen wir noch einmal die Order. Wir möchten eine Daimler-Aktie verkaufen mit tagesgültiger Order und dem Limitpreis, der angegeben ist, über das Smart Routing und würden jetzt hier einmal übermitteln. Hier würden Sie dann auch nochmal sehen, eine Aktie würde 55,30 € kosten. Die Provision wäre 4 Euro. Das heißt, wir würden ein Guthaben von 51,30 € kurzfristig auf das Konto gebucht bekommen. Da wir die Aktie aber auch zurückkaufen müssen, wird natürlich, falls wir einen Gewinn erzielen, nur der Änderungsbetrag zwischen den 55,30 € und dem späteren Kaufkurs als Gewinn übrig bleiben. Gut, dann würden wir jetzt auf Überschreiben und Übermitteln gehen. Das hätte zur Folge, dass wir eine direkte Ausführung bekommen, wie hier im Handelsprotokoll, das dann aufblinkt, ersichtlich ist. Außerdem würde der Wert im Portfoliofenster angezeigt werden. Hier würden wir sehen, wir haben eine Daimler-Aktie minus 1 geschortet und damit hätten wir auch das Ende vom Video erreicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.